So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zoborok. Ja, wenn dir das Video gefallen sollte, dann gib doch einen Daumen nach oben, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und dem Kanal wird es ohne mich gut tun. Tja, was hatten wir gehabt? Wir hatten Feuer gehabt und hier ist was abgebrannt. Feuer zerstört ein Gebäude. Das habe ich nur, da habe ich noch gar nicht gerendert. Also das ist nur ehrlich, also dann haben wir zu wenig Feuerwehr höchstwahrscheinlich. Mal auf Pause, ich muss erstmal hier checken. Feuerwehr. So ein Ärger. Wo ist denn hier eine Feuerwehr? Da unten ist eine. Die kommen überall hin. Hier oben genauso, ne? Die kommen überall hin. Die kommen, die hätten da hinfahren können, ohne Probleme. Warum sind sie nicht hingefahren? Oder waren sie da und konnten das nicht löschen? Waren zu wenig Leute da? Wir haben auch nur die eine Feuerwache, ne? Haben wir echt nur die eine Feuerwache hier? Echt jetzt? Ja, sind wir ein bisschen tranig gewesen. Ich glaube, da müssen wir noch mal nachlegen, ne? Na gut, das ist jetzt zu viel schade, ne? Dann bauen wir hier ein neues Gebäude hin. Ist nun nicht das größte Problem. Warte mal. Gebäude, Straßen hast du nicht gesehen. Wohnungen. Wohnen, da sind wir. So. Was haben wir denn hier für tolle Sachen? 85 Arbeiter, was Größeres brauchen wir, ne? Was sind das hier für Blöcke? 60%. Oh, das ist aber echt mager, ne? Die sollen sich schon eine kleine Idee wohlfühlen. Wohlstrom, Bricks, 80%, 80 Arbeiter. 428. 28, 60, 160 ist das höchste, glaube ich, ne? Höchste der Gefühle. 160 ist das höchste. Ne, ist nicht schnell, passt nicht. Was haben wir mit dem hier? 120, 230. Passt hier nicht hin. Sowas passt hier nicht hin. Denn was ist mit unseren? Unsere Supersachen hier. Die passen immer dahin. Theoretisch. Da passt es, okay. Da passt es hin. Und ein bisschen drehen, so passt es. Bauen wir das da mal hin. Das kann auch gebaut werden. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum die Feuerwehr da nicht hin war. Das ist eine Sache, das ist mir ein bisschen... Gut, haben wir auch gar nicht drauf reagiert, eigentlich großartig, ne? Zu scharfe Kurve. Nehmen wir das mal weg. Das passt. So, da nochmal drüber, ne? Von mir aus können wir auch hier nochmal runter, wenn wir schon da sind. So. Sehr kurios. Jetzt weiß ich nicht, wie gesagt, warum das hier abgerissen, abgebrannt ist. Keine Ahnung. Ist aber im Bau. Das ist jetzt komisch. Muss man nicht so ganz verstehen, ne? Oder? Aber hier läuft der Verkehr ja wunderbar. Ne? Also hier brauchen wir haben keine Sorgen. Hier auch alles gut. Hier sowieso. Und hier oben auf unserer Osterinsel sozusagen. Hier klappt auch alles. Sind vorhanden. Die standardmäßigen, das standardmäßige Gejaul ist klar. So, was hat er erwartet noch auf Brot? Das kommt hier gleich, da ist schon was, siehst du wohl. So, dann können wir gleich mal gucken, wie viel Sprit die verbrauchen. Dann können wir gleich mal gucken. Können wir gleich mal ein bisschen, ne? Ein bisschen aufschreiben, ein bisschen gucken, was die hier verbrauchen. Landeräuber von einem Flugzeug benutzt. Okay. So, schauen wir uns an. Das Ding ist voll. Behalten wir im Auge. Das ist ein bisschen Flieger. Elektronikkomponente kommt in die Stadt. Natürlich. Warte mal, wie ist denn hier los? Wie viel Platz haben wir denn hier noch?
Ja, guck mal, das wird noch was weggesammelt. Klappt auch. Er wartet noch, da kommt noch ein Flieger runter, ne? Irgendwo landet einer. Sollte. Weil er nicht los will. Alle Haltestellen sind voll oder eventuell? Warum? Achso, ja. Landebahn. Aber warum denn? Warum fährt er nicht los? Weil? Keine Ahnung. Vielleicht muss er ein bisschen viel überlegen gerade. Das kann sein. So. Wir haben immer noch das Verkehrsproblem hier. Das kriegen wir auch nicht gelöst. Ich weiß nicht, warum das immer noch so ist. Wir haben das hier schon weggerissen. Dass das ein bisschen zügiger laufen könnte. Sollte eigentlich. So, was hast du mit? 44 Arbeiter. Du hast mit 39 Arbeiter. Okay. Und die verteilen sich wohin? Eisenbahnlinie und Fahrzeugfertigungslinie. Okay. Ja, sonst müssen wir es anders machen. Reißen wir die weg und dann müssen wir die direkt dahin fahren. So. Verbundene Fahrzeuge. Mal gucken, was hier alles verbunden ist. Im Routenplaner, wie ich zu diesem Fahrzeug. Okay. Warum ist der dahin? Weil. Bushaltestelle Alu. Bushaltestelle Alu. Bushaltestelle Alu. Okay. Und der hier? Busstation und. Da unten. Und der hier? Okay, dahin und. Noch einen mehr? Haben wir nicht. Doch. Das sind sie, ne? Wie mache ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar, alle Mann, alle 6 da. 2. Ja, dieses Rumsortiere, ne? Meine Güte, du. Schwierig, schwierig. So. Dann müssen wir da mal bei. Bisschen was tun, dass wir das mal hier sortiert kriegen, dass wir das aus dem Weg kriegen, sozusagen. Müssen wir schauen, wo die herkommen. Das war Haltestelle Alu. Haltestelle Alu. Die Busstation. Was haben wir hier? Alu. Busstation. Busstation. Richtig, richtig. So. Dann teilen wir das auf halbe-halbe, ne? Wie gesagt. Die hier geht's hin. Hier. Dahin. Dann nehmen wir das nämlich weg hier. Nehmen wir das weg. Nächster Haltestelle hier. Upp. Nehmen wir das hier in der Mitte weg. Da sollst du hinfahren. So. Nächste. Ein bisschen ja, knifflig so. Nehmen hier. Alles klar. Macht er. Jetzt haben wir die Herrschaften. Da drüben aber hinfahren. Der fährt da ja direkt der Bus hin, ne? Theoretisch müsste da hinfahren. Ach, die werden hier da hinten versorgt. Alles klar. So, das Ding wegnehmen. Läuft. Nächster. So. Dahin fahren. Das nehmen wir weg. Und du fährst dahin. So. Der letzte. Dann haben wir das komplett einmal sortiert. Das hier nehmen wir weg. Und sagen ihm, da sollst du hin. So. Jetzt fährt hier keiner mehr ran. Wir müssen alle weg sein, ne? Alle weg. Alles klar. Jetzt müssen wir bloß sehen, dass wir das irgendwie, dass die hier durchfahren. Weil wir brauchen ein bisschen Platz, damit wir hier, damit wir das hier wegreißen können. Das können wir nicht einfach so. Geht nicht, weil da gerade was drauf fährt. Kann ich wieder schwimmen, das ist gut, ist klar. Das ist ja, wusste ich doch.
So, jetzt vielleicht? Warte mal, jetzt müsste es gehen. Alles klar. Alles klar. So, jetzt mal weg. Zerstören. Ups. So, Fußgänger will ich nochmal wegnehmen hier. Macht er nicht. Achso. Räume ist weg, Freunde. Wir müssen hier eine Straße bauen. Und zwar. Ach nee, was denn? Das soll zu. Gut, warte, bei Räumen. Straße. Zup. Jetzt müssen sie durchfahren. Ach, stimmt ja. Das gibt ja die Elite, die Liste, die Linie. Ich hätte die Linie einfach editieren können, ich Ochse. Na gut. Wäre ja einfacher gewesen, ne? Für Passagiere, das wäre ja einfacher gewesen. Wie macht man das? Kann man die irgendwie sehen? Linie? Busstation, das ist mal dieses da. Ne, da unten ist es. Busstation. Fahrzeug fertig aus der Halle 2. Okay, was haben wir hier oben? Kohleminister, was anderes. Zwei Fahrzeuge, zwei Stationen. Was ist das hier denn? Linie, da steht's doch. Busstation, Fertigungsanlage. Der fährt die doch an. Warum zeigt er mir hier so ein Fahrzeug? Ach so. So. Ist denn nur eine? Da müssen noch zumindest zwei sein. Eisenbahn fertig und ist hier nur ein fertige Fahrzeuge verbunden mit Fahrzeugen. Wo ist das hier? Das sind noch zwei. Vier. Nein, eins, zwei, drei. Drei Busse. Genau, drei Busse fahren da. So. Warum zeigt ihr mir das hier nicht an? Eisenbahnstation. Eisenbahn. Wo ist das noch hier? Da. Halt den Fertigungshalle. Das ist noch zwei. Drei. Ja gut. Okay. Gut. Das, wie gesagt, ne, muss ich mal schauen, wie das funktioniert. Wenn du auf der Lupe über den Zeitplan. Erstmal mal durch. Also, zack. Liniendetails, da ist es doch. Richtig. Stimmt. Ja. Hätte man machen können. Das weiß der Zover jetzt auch. Das wird er auch sicherlich so machen. So. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser funktioniert, weil wir haben jetzt keine Haltestelle. Jetzt werden die Leute direkt versorgt. Mit allem, was da irgendwie so kreucht und fleucht. Ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. So, hier steht eine halbe Tonne Autos rum und Busse und was nicht alles. Wo ist unser Schiffchen hier? Da kommt er zurück. Ach nee, er nimmt die Seite, ne? Er fährt dann da so durch. Das klappt dann. Okay. Würde mich mal interessieren, wie viel er denn so schafft. Wo ist denn unser Flugzeug hin gewesen? Mist, haben wir jetzt gar nicht geguckt, ne? War es er hier? Ich glaube, das war er hier. So, er fährt zurück. Dann nehmen wir den hier nochmal. Pass mal auf, 13.000. Was haben wir hier? 13.360,75. Mal gucken, wie viel er verbraucht, wenn er zu Hause ist. Ich wollte doch danach gucken, Mensch. So, jetzt fliegen wir damit. Da müssen wir einmal mitfliegen. Einmal gucken. Ist aber auch ein schweres Ding, ne? 101 Tonnen. Oder das wiegt schon ordentlich was, das Teil. Schwere Besatzung.
So, machen wir den Weg zurück und mal gucken, was da hier so verheizt. Beim Sprit. Der fliegt aber auch sich ganz zurecht, ne? Mein lieber Freund. Die Antonov wäre schöner. Stimmt, hast recht. Aber was ist denn hier los? Stau, stockender Verkehr oder was? Hier ist ja Betrieb auf dem Gelände, du mein lieber Freund. So, macht euch weg. So, fahr raus. Ja, so, mach dich hin. So, auf Parkposition gehen bitte. So. Ja, alles klar. Wollen wir mal gucken hier. Was haben wir gesagt? 12.000. 191,71. Alter Freund, 1169 Liter. 1169 Liter. Das ist schon eine Ecke, ne? Der braucht auch die Saft, der Apparat. Da muss ich mal sagen. So, wo bist du hin? Er ist sozusagen schon im Zielbereich. So, was hast du mit? Da fehlt noch eine kleine Idee. Ich schaffe überall Staus, ich schaffe das. Das ist so mein Ding, ne? Das kriege ich hin. Guten Morgen, Gänstapfel. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Morgen, wie gesagt. Wir haben noch morgen, ne? Ja, auch 11 Uhr, das ist noch frisch. So, lad auf. Lad auf. Immer noch lad auf. So, das kommt dann gleich mal nachtanken. Wie spät haben wir hier noch drin? Ja, wird fleißig nachgetan. Super. So, mach voll. Ich glaube fast, wir müssen noch einen mehr haben, der hier Waren wegtransportiert. Fahrzeuge. Der ist schon voll. Der ist schon voll. Also so viel kriege ich ja nicht mit. Ist ja volumentechnisch. Das geht ja nach Volumen, nicht? Also hier geht ja nicht viel rauf. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn noch für ein Schiffchen? Frachtschiffe. Haben wir irgendwas aus dem Westen? Ach ne, da haben wir nur diese beiden Katamorane, ne? Ja, die nehmen die hier. So, pass auf, wir haben Frachtschiffe, wir brauchen was. So, die haben wir. 1250. Das ist ein Tanker. Was haben wir hier? Da steht drauf, was er mitkriegen kann, ne? Das stand doch hier auch drauf. Hier steht es irgendwie nicht mit dabei, ne? Flussfrachter. 1120. So, hier mit 1250. 1700. Hier, ne? Die Frieda. Ich würde mal sagen, die Frieda darf nochmal mitfahren. Die Frieda, die darf nochmal mitfahren hier. Frieda 2. Und natürlich in den Westen. Jetzt sagen wir denen auch, was er machen soll. Beladen. Warten bis beladen mit Fahrzeugen. So, Hühot. Hier wird schon voll. Wir kriegen das schon voll. Kriegen wir schon hin. Ich weiß gar nicht, wie viele Schiffe hier anlegen können. Und vor allen Dingen, wir haben es 1984. Bin mal gespannt, wann da noch was Neues kommt. Was Größeres vor allen Dingen. Wäre mal interessant. Die Größe macht's, ne? Manchmal. So. Hier läuft es. Wie läuft es denn hier in der Stadt? Es sieht gut aus. In der Stadt sieht es gut aus. Das war die Bushaltestelle, die uns hier so ein bisschen das alles verärgert hat. Und natürlich auch der Parkplatz, ne, den wir da hatten. So, was ist denn hier los? Ist da auch schon ein Haufen Autos? Okay. Was sagt unser Verkaufslager? Keine freien Parkplätze. So, wo sind wir denn? Wo können Sie da alle parken? Das wäre alles hier, ne? Das geht, das geht, das geht. Wunderbar. Hier oben können wir euch noch mehr Parkplätze hinbauen. Jetzt ist da schon wieder Stau.
Warum denn? Wir haben doch hierfür. So, 40 plus fertig. Da kommen die Alten hin. Die muss ziemlich dicht dran sein, weil die brauchen, die können nicht mehr so laufen. Das ist das, ne? Irgendwann, das lässt ja alles mal nach. Der sogenannte Stauwikinger. Ich bin der Stauwikinger. Oh mein Gott. Stauwikinger. Ich muss aber ein T-Shirt drucken lassen. Wo das drin steht. So, ich meine, das hat sich nur verlagert, der Stau, ne? Ein dezent. Was steht denn hier drin? Eine Handvoll Autos. Eine Handvoll Autos steht hier drin. Wie kriegen wir das denn noch wieder entschärft? Es wäre cooler, wenn da wirklich ein Auto reinfährt und eins raus. Dass es gleichzeitig passiert. Dass da immer zwei Autos sich bewegen können. Würde der Flow so ein bisschen besser laufen, ne? So, aber im Großen und Ganzen, ne, das klappt ja alles super. Bis hier vorne, ne? Hier vorne klappt es wieder nicht. Das ist normal. Ne? Sowas ist ja. Ist gerade Schichtwechsel. Das kann sein, ja. Danny, das kann sein, dass es gerade Schichtwechsel ist. Deswegen ist da ein bisschen mehr los. Ach, oh mein Gott. Habe ich hier keine Einbahnstraßen gebaut? Doch, ne? So. Diese Schatten ist schon einmal. Alles klar, ist schon eine Einbahnstraße. Gut. Irgendwie will hier auch keiner runter. Doch der. Der ist einer, der will da mal hoch. Okay. So, ach schön, ja. Das ist doch großartig. Ja, so soll das sein. Das mit dem Fahrbahnbereich, das ist noch so ein Problem. Ne? Das haut man so ganz hin. Wo wir fahren wollen, ne? Links abbiegen, rechts abbiegen, wohin? Okay. Tja, ich würde sagen, da noch weiter rumprobieren oder sagen, ich mache jetzt mal die Augen zu und sehe das nicht mehr. Wo klemmst denn jetzt wieder? Hier sind einfach zu viele Kreuzungen und zu viele, ja, zu viel hin und her, ne? Das ist das Problem. Einfach zu viele Kreuzungen, das ist das Problem, glaube ich, was wir hier so haben. Aber ich kann ja auch nicht. Schwierig, schwierig, ne? Das ist man echt am Überlegen. Das ist man echt am Überlegen, das Ganze hier. Wird immer schlimmer. Was kann man machen? Ich meine, wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Also wir können uns ja sehr noch ein bisschen angucken. Nützt uns aber nichts. Die wird auch fleißig benutzt, die Straße hier. Aber nur in eine Richtung immer, ne? Die fahren nicht zurück. Also kann man das auch locker flockig als Einbahnstraße nutzen. Könnte man, theoretisch. Oh, die Frieda ist auch weg. Warte mal. Wo ist die denn hin? Da ist sie. Was hast du? Oh, hier, guck mal, das kannst du sehen. Das kannst du sogar sehen. Da stehen sie. Unsere Fahrzeuge. Ja, super. Was kriegen wir denn dafür? 400, das ist doch ein ganz anderer Schnack hier, ne? 400.000, das ist doch schön. So soll es sein. Ach, ist das herrlich. Schickt doch alle Bewohner in den Lockdown, Katral. Dann erledigt sich das mit dem Verkehr. Da hast du recht. Das können wir auch machen.
Das stimmt überhaupt. Das können wir eigentlich machen. Schicken wir die alle im Lockdown. Ab damit. Älter als 40. So. Ach, es läuft wieder. Gar nicht hingucken. Es läuft. Es läuft. Gar nicht mehr hingucken. So. Es funktioniert. So wie ist das hier oben? Mit unserem Tankkram. Der versucht immer noch fleißig zu laden. Die Benzin haben wir noch drin. Das wird auch, das funktioniert. Ist der schon mal los gewesen? Das ist mir doof, das sieht man nicht. Man kann nicht sehen, ob der schon mal los war. Aber der andere ist unterwegs, ne? Wo ist der hin? Wo ist denn der hin? Hallo? Er müsste ja... Ist er schon im... Ist er schon weg? Gibt's ja gar nicht. Verbundene Fahrzeuge, was haben wir denn hier? Der Bitum und warum ist der andere? Ach, Knötchen, mal gucken, wo er ist. Ach so, der ist gerade auf dem Weg in Richtung ganz weit weg. Okay. Gut. Aber nochmal schauen, kriegen wir das noch hin? 437.250 Mücken gibt's, wenn der endlich mal abgeht. Ein Gebäude brennt. Ich würde mal da mal gucken, trotzdem mal drauf gucken. So, wo ist denn das? Ich hoffe, die Feuerwehr ist unterwegs. Die Feuerwehr wurde gerufen und fährt zu diesem Feuer. Keine, so wie es aussieht. Das ist schlecht, weil... wer spielt denn hier mit Feuer rum jedes Mal? Das ist doch furchtbar. Ach Mensch, Feuer wollten wir da machen. So, kommt ihr, fahrt ihr da hin oder nicht? Da fahren sie natürlich hin, sicher. 6 Mann, 3 Autos. Okay, wo ist die Feuerwehr? Hier blinkt es. Da, also, wir sind unterwegs, Das andere war der sture Kapitän, der bestimmt mit ohne Ladung gefahren ist. Ohne Ladung gefahren ist. Nee, Fried, den haben wir entlassen. Den haben wir entlassen. Die Sache ist durch. So, hier wird gelöscht. 2 Mann sind da. Wo ist der Rest? Hier kommt noch 2 Wagen mehr. Alles klar. 2 Wagen. 3 Wagen. So, löscht das Zeugs hier, nicht? Ihr dürft auch ein paar mehr Leute werden. Das macht nichts. Also, das ist echt super. Das nehmen wir hin. 2 Verletzte. Schlecht. Es wird aber nicht weniger, Freunde. Es müssen mehr Leute hierher kommen. Wo seid ihr? Shopping Mall. Klaus Factory. Haben wir hier Arbeitslosen? Nee. Ich möchte auch vielleicht da nochmal, ne? Feuerwache. 5% so. Da darf auch gerne der eine oder andere auch noch arbeiten. Wir brauchen hier ein paar Leute mehr. Das nützt alles nichts. Hallo? Hallo? Hallo, Freunde. Das muss jetzt ein bisschen mehr Elan kommen von euch. Jungs, das ist nicht normal. Ich würde sagen, Vollbrand mit voller Ausdehnung, wir kriegen es nicht gelöscht. Wir kriegen es nicht gelöscht. Wir haben schon 11 Verletzte. Trockener Hydrant, ich glaube, das ist das. Ach du Himmel. Es brennt in voller Ausdehnung. Ach du großer Gott. Ich mach das mal klein hier. Das hat man selten, ne? Das ist selten, dass hier das so schlimm ist. Es ist selten. Und so schlimm. Löscht es, Freunde, löscht es. Versucht, was ihr könnt.
Also ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns mal um die Feuerwehr kümmern. Und ich würde sagen, da würden wir auch das ein oder andere Krankenhaus nochmal wieder anschließen, dass wir noch ein bisschen mehr Krankenhäuser haben. Und vielleicht den einen oder anderen Leichenwagen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Weil wir können ja Tieflader nehmen zur Not und das damit regeln. Das könnten wir natürlich auch machen, aber das wollen wir ja irgendwie nicht, ne? Das würde zu doll. Ihr wisst schon. In der Sonne und so, nicht? Nee. Also das war auf jeden Fall sehr knapp. Das war wirklich kurz vor, es ist zu Ende. Mit diesem wundervollen Hotel. Ein 4-Sterne-Hotel. Ich meine, das brennt ja auch wie Zunder, ne? Aber nicht mehr der ganze teure Kranz oder so ist. Das brennt ja alles wie Zunder. Aktive Leute, 31 Mann. Das war wirklich sehr knapp. Jetzt brauchen wir nochmal ein paar Farbe hier, dass noch nachgemalt wird und dann ist das wieder alles gut. Also das war wirklich zu knapp. Es war zu knapp, auf jeden Fall. Mein lieber Freund, da hast du richtig Schweiß auf der Stirn gehabt gerade. Wir müssen mehr Feuerwehr, wir müssen mehr Krankenhäuser. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Ja, wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann. Ciao.